Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauer, und willkommen zu Makro. In Kinderbüchern sind Piraten Helden, im wirklichen Leben leider, leider nicht. Was sich heutzutage auf den Weltmeeren abspielt, hat wenig mit romantischen Seeräuberlegenden zu tun. Brutale Überfälle auf Schiffe gefährden Seeleute und bedrohen den freien Welthandel. Piraterie trifft die Wirtschaft an einer sehr empfindlichen Stelle, nämlich beim globalen Warenverkehr, von dem natürlich auch unser Wohlstand abhängt. Was kann man gegen Piraterie tun? Doch zunächst die Frage, wer eigentlich sind diese Piraten und wo schlagen sie zu? Sie sind zurück. 5000 Piratenangriffe gab es weltweit seit 1984. Damit erlebt ein Verbrechen Renaissance, das seit Mitte des 19. Jahrhunderts als ausgerottet galt. Tatsächlich haben die Piraten von heute wenig Ähnlichkeit mit ihren berühmten Vorläufern. Aber immer noch geht es um Raub, Wege oder Lösegeld. Der Schaden, den die Piraten anrichten, liegt weit über dem, was sie erbeuten. Auf 7 Milliarden Dollar werden die Kosten geschätzt. Jenseits des materiellen Schadens gab es allein 2011 35 Tote auf Seiten der Besatzungen. Die Piraten greifen an, wo am meisten zu holen ist. Bevorzugt an großen Handelspassagen. 280 Mal allein im vergangenen Jahr. Das Piracy Reporting Center, eine Art Piratenbeobachtungsposten der internationalen Seefahrt, hält auf einer Karte fest, wo aktuell angegriffen, geentert oder entführt wird. Die Straße von Malakka, ehemalige Piratenhochburg, wird heute weniger häufig heimgesucht als zu den Hochzeiten vor circa 10 Jahren. Neues Problemfeld, die Küste Westafrikas, der Golf von Guinea. Hier geht es vor allem um Ölraub. Und dann sind da noch der Golf von Aden und die Gewässer um Somalia. Sie gelten nach wie vor als äußerst gefährliches Piratengebiet, auch wenn die Zahl der Angriffe im letzten Jahr nachgelassen hat. Hier wird besonders ein Geschäftsmodell gepflegt, die Entführung ganzer Schiffe und ihrer Besatzung. Der Golf von Aden ist eine der wichtigsten Handelsrouten weltweit, eine Art Rennstrecke im Seeverkehr zwischen Europa und Asien. Aus Angst vor Überfällen zögern viele Reeder, ihre Schiffe entlang dieser Route zu leiten. Denn die Erpressung durch Piraten kann kleinere Reedereien in den Ruin treiben. Leidtragende sind aber vor allem die Seeleute. Sie kommen mit Schnellbooten aus dem Nichts und überfallen gigantische Schiffe. Über viele Jahre Piratenalltag vor Somalia. Für die Mannschaft beginnt damit ein oft monatelanges Martyrium. Gekidnappt, bedroht, der Willkür der Piraten hilflos ausgeliefert. In den Reedereien daheim laufen unterdessen zermürbende Verhandlungen mit den Entführern, die auch Eberhard Lixfeld 2008 erlebte. Hin- und hergerissen zwischen der Sorge um die Mannschaft und den Millionenforderungen der Entführer. Und selbst nach einer Einigung bleibt das Problem, wie das Lösegeld in ein zerrüttetes Land wie Somalia bringen. Eigentlich geht das gar nicht. Eigentlich ist es nicht möglich. Nach Somalia erstmal selber mit dem Geld fliegt keiner hin. Dann kommen die Nachbarländer. Da ist als erstes dann vielleicht Kenia zu nennen. So, wenn man nach Kenia will, dann müsste man nach Nairobi. Und dann stellen Sie sich vor, wenn Sie in Nairobi im Gepäck 1 Million US-Dollar haben und der Zoll sieht das, dann bin ich also ziemlich sicher, dass das Geld sehr schnell weg ist. Stattdessen bringen es häufig Schleuser und Mittelsmänner ins Land, um es dann über dem offenen Meer abzuwerfen.
Im Schnitt liegt der Preis bei über 5 Millionen Dollar pro Schiff. Verlockende Aussichten in einem Land, in dem das Durchschnittseinkommen bei 600 Dollar liegt. 25.000 Schiffe fahren jährlich durch den Golf von Aden. 20% des Welthandels. Die Schiffe müssen durchs Piratengebiet, um in den Suezkanal zu kommen. Für die Reedereien eine Kosten-Risiko-Abwägung. Denn wenn die Schiffe statt durch den Kanal nach Süden ausweichen, brauchen sie 18 Tage länger. Der Weg ums Kap kostet rund eine halbe Million Dollar extra. Mehrkosten, die sich in der krisengeschüttelten Branche viele nicht leisten können. Mit Erleichterung registrieren daher die Reedereien, dass der Kampf gegen die Piraten vor Somalia nun erste Früchte trägt. In den Gewässern, die die EU-Mission Atalanta militärisch schützt, wurden 2012 gerade mal 5 Schiffe entführt. Von einem wirklichen Ende der Piraterie in Somalia will aber noch niemand reden. Über diese Atalanta-Mission, an der ja auch die Bundeswehr beteiligt ist, sprechen wir übrigens später noch in unserer Sendung. Piraterie schadet der internationalen Seefahrt und verursacht hohe Kosten. Doch was geschieht mit dem Geld, das die Piraten erpressen? Wohin fließt es und wer profitiert eigentlich davon? Hier gibt es keinen funktionierenden Staat mehr, kein normales Finanzsystem. Statistiken und Umfragen sind unmöglich. Keine guten Voraussetzungen, um etwas über das Piratengeld in Somalia herauszubekommen. Da muss man sich etwas einfallen lassen. Anja Shortland ist Ökonomin. Sie will herausbekommen, wer in Somalia vom Piratengeld profitiert. Das ist fast Detektivarbeit. Wenn die Währung, wenn die somalische Währung möglicherweise an Wert zunimmt, dann hat irgendjemand mal Dollar in somalische Schilling getauscht. Und wenn man das in Verbindung bringen kann mit den Daten, wo die Lösegelder gezahlt wurden, dann ist das ein recht guter Hinweis darauf, dass zumindest etwas Geld im Lande geblieben ist und dass die ärmeren Leute, die eben mit Somali-Schilling bezahlen, auch etwas davon haben. Aussagen gefangener Piraten legen den Schluss nahe, dass bis zu 60% der Beute im Land geblieben ist. Nur welche Orte in Somalia profitieren? Shortland hat Satelliten-Nachtaufnahmen verglichen. Wer es sich leisten kann, macht das Licht an. In ganz Somalien sieht man eben, dass die Lichter ausgehen. 2008, 2009. Bis auf 2 Städte, Bosaso und Garowe. Und das sind eben genau die Städte, wo gesagt wird, dass die Leute, die die Piraterie organisieren, leben. Das ist das Heimatland der Clans, die die Piraterie betreiben. Hintermänner sahnen ab. Die Piraten tragen das Risiko. Das große Geld wird aber an anderer Stelle verdient. Lokale Machthaber profitieren besonders. Selbst in Somalia sind Raub und Entführung verboten. Das schreibt das Stammesrecht vor und auch der Islam. Die Piraten sagen, dass sie nur Gerechtigkeit üben, nachdem man ihre Küstengewässer leergefischt und verseucht hat. Und dann ist da noch die wirtschaftliche Not. Es sind eben auch Gemeinschaften, die unglaublich arm sind. Und wenn nun eine Pirateriefirma kommt und sagt, wir stellen 100 von euch ein, um hier an Bord und am Strand Wache zu schieben. Und ihr kriegt dafür X Dollar am Tag. Und wir brauchen eure Frauen, um hier für unsere Besatzung zu kochen. Und wir brauchen Händler. Dann bringt das auch ein bisschen Schwung in so eine lokale Wirtschaft. Zwar zeigen die militärischen Einsätze vor Somalia erste Erfolge bei der Bekämpfung der Piraterie, aber die Lösung des Problems sieht Anja Shortland an Land. Und das geht nur, wenn die lokale Bevölkerung sagt, wir machen lieber was anderes. Etwas anderes bringt uns mehr. Das wiederum klappt sicher nur, wenn sich für ganz Somalia etwas ändert. Auch in dieser Woche haben Piraten wieder zugeschlagen. Sie kaperten vor der Küste Westafrikas einen französischen Tanker und konnten dabei wohl etwa 200 Tonnen Öl abpumpen.
Die Mannschaft kam zum Glück mit dem Schrecken davon, zwei Seeleute allerdings wurden verletzt. Dieser Überfall ist beispielhaft, denn während man an der Ostküste Afrikas die Piraterie erfolgreich bekämpft, blüht sie an der Westküste gerade erst richtig auf. Und dort ist die Piraterie anders. Vor allem ist sie wesentlich brutaler. September 2012. 30 Seemeilen vor der nigerianischen Küste. Die Abu Dhabi Star, ein Tanker beladen mit Erdgas, wird von Piraten überfallen. Sie kommen in 4 Booten, 20 Mann, bewaffnet. Kapitän und Mannschaft retten sich in den Sicherheitsraum und senden einen Notruf. Die nigerianische Marine kann die Besatzung und das Schiff schließlich befreien. Ein sichtbar erleichterter Kapitän berichtet. Die Piraten gelangten auf die Schiffsbrücke und brachen die Tür auf. Eigentlich sollte das Glas sehr stabil sein. Ich habe keine Ahnung, wie sie es kaputt machen konnten. Und dann übernahmen sie die Kontrolle über das Schiff. Alle Piraten wussten genau, was sie zu tun hatten. Ich glaube, sie waren sehr professionell. Sie stoppten den Motor. Während die Piraterie in Somalia rückläufig ist, entwickelt sich der Golf von Guinea zum neuen Piraten-Hotspot. 52 Mal schlugen die Piraten im letzten Jahr zu. Schon 2011 hat der Versicherer Lloyds Nigeria, Benin und die benachbarten Gewässer in die höchste Gefahrenkategorie eingestuft. Anders als an der Ostküste Afrikas sind die Piraten hier nicht so sehr auf Entführungen aus, sondern auf Beute. Und Beute heißt in den Gewässern von Nigeria vor allem Öl und Gas. 95% des Exports machen Rohöl und Rohölprodukte aus. Obwohl Nigeria seit 1991 viel Geld mit Erdöl verdient, ist der Anteil der in Armut lebenden Bevölkerung von 19 auf 90 Millionen gestiegen. Circa 2/3 der Bevölkerung. Wie so oft ist auch hier Armut Nährboden für Piraterie. Öldiebstahl spielt in Nigeria eine wichtige Rolle als Einnahmequelle, unterstützt durch die vielerorts präsente Korruption. Die Piraten im Golf von Guinea gelten als besonders gewalttätig. 2009 etwa töteten sie den ersten Offizier des deutschen Tankers Ken Kailstar bei einem Überfall. Die Piraten stören den Handel in der Region. Die Küstenwachen der Anrainer sind zum Teil nicht stark genug. Nigeria, Benin und Togo haben sich jetzt zusammengetan, um die Piraten besser bekämpfen zu können. So wie im Fall der Abu Dhabi Star. Als die Marine kam, verließen die Piraten das Schiff, so gegen 8, 9 Uhr, glaube ich. Sie haben alles mitgenommen, was sie konnten. Das Einzige, was sie nicht erreichen konnten, war die Crew. Die Piraten konnten fliehen. Der Einsatzleiter gab dafür allerdings eine sehr einleuchtende Erklärung. Wir reden hier über ein Schiff, beladen mit 50 Tonnen entflammbarem Material. Das macht das Ganze schwieriger, als man denkt. Wenn man zum Beispiel anfängt zu schießen, geht der Tanker in Flammen auf. Man kann sich das Ausmaß eines solchen Feuers vorstellen. Das zunehmende Ausmaß der Piraterie stellt die Verantwortlichen der Region vor große Herausforderungen. Ja, Piraterie ist heute das Thema hier bei Makro. Und dazu begrüße ich bei uns im Studio David Petrovic, leitender Redakteur vom Internationalen Magazin für Sicherheit. Einen schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Frau Schmidt. Sie schreiben gerade eine Piraterie zum Thema, eine Doktorarbeit zum Thema Piraterie vor der Küste Somalias. Im März erscheint auch ein Buch zu diesem Thema. Was ist das Ergebnis Ihrer Recherche? Ist die Wurzel der Piraterie in Afrika wirklich die Armut? Ich glaube, die Wurzel allen Übels der Piraterie vor Somalia ist vor allen Dingen die desaströse Situation, die das Land seit 30 Jahren hat. 30 Jahre Bürgerkrieg, mehrere Generationen sind dort in einem Kriegszustand. Da fällt natürlich auch Armut mit hinein. Aber ich glaube nicht, dass Armut der Auslösefaktor war für die Piraterie, wie wir sie seit 2008 erlebt haben. Sondern Armut dient dazu, das haben wir vorhin bei Frau Schortland gesehen, dass einige Bevölkerungsgruppen leichter rekrutiert werden können.
und verschiedene Organisationen eben die Möglichkeit haben, sich dadurch Piraten ja in ihre Organisation zu holen und mit denen sie dann eben das Business machen. Und wenn man sich Gesamt-Somalia anguckt, sind es nur sehr, sehr wenige eng begrenzte Räume, aus denen Piraten heraus überhaupt agieren. Von daher ist dieses Argument allein, Armut, nicht immer so unbedingt stichhaltig. Es kommt aber aus Somalia immer wieder das Argument, dass das Land gezwungen ist, das zu tun, weil man erstens die Fischgründe geplündert hat, westliche Nationen, und dort Giftmüll verklappt hat vor der Küste, dass vielen Fischern heute nichts anderes übrig bleibt, außer wirklich auf Piraterie zu setzen, um zu überleben. Überzeugt Sie das Argument? Es überzeugt mich teilweise. Zunächst, illegal oder Fischerei generell in Somalia ist vornehmlich Subsistenzfischerei. Wir haben nicht große ökonomische Faktoren, die dann selber nach Somalia wieder reingehen. Sicherlich gab es illegale Fischerei durch ausländische Trawler, es gab Verklappung von Giftmüll. Aber die Piraten heute sind eben nicht, schützen nicht ihre Gewässer. Sie überfallen Schiffe vor der Westküste Indiens. Das hat nichts mehr damit zu tun, dass man die eigenen Gewässer eben vor Illegalen schützt. Und hinzu kommt mehr und mehr, und das ist meine Meinung, und die setzt sich oder die ist mittlerweile weit verbreitet, Illegale oder dieses Moment, das Piraten behaupten, sie betreiben das nur aus Abwehrmaßnahmen, ist ein legitimierendes Moment nach innen. Kein Somali würde von sich behaupten, er sei Pirat. Das ist gegen den Islam. Wir haben gesehen, dass die Atalanta-Mission vor der Küste Somalias unterwegs ist. Die Angriffe sind zurückgegangen. Würden Sie das als erfolgreiche Mission bezeichnen? Wenn man Atalanta sich anschaut, ist die Bewertung äußerst ambivalent. Mit Seestreitkräften kriegen sie dieses riesen Seegebiet, in dem die Piraten operieren, alleine nicht geschützt. 2008 hatten wir 111 Angriffe. Das war das Jahr, wo die Atalanta-Mission implementiert wurde. 2009 über 900 und das hat sich dann fortgesetzt. Jetzt erleben wir ja gerade diesen Rückgang. Und der ist maßgeblich vor allen Dingen durch private Sicherheitsfirmen entstanden. Auf die wir später noch zu sprechen kommen hier in der Sendung, ja. Aber eben auch durch ein zunehmend proaktives Vorgehen von verschiedenen Missionen. Es ist ja nicht nur Atalanta dort, es ist die NATO dort, die USA sind dort und verschiedene Verbände unter nationalen Flaggen, wie zum Beispiel China oder eben teilweise auch Indien. Die Piraterie gefährdet den internationalen Seehandel. Hat das zur Folge, dass bei uns vielleicht auch die Waren irgendwann teurer werden? Kann man sich das so vorstellen? Das würde ich jetzt noch nicht sagen. Also durch den Golf von Aden haben wir vorhin auch im Film gesehen, gehen 20.000 bis 25.000 Schiffe pro Jahr durch. Davon werden 200 angegriffen, das ist nicht mal 1%. Aber die Gesamtkosten der Piraterie werden geschätzt auf 7 bis 12 Milliarden Dollar, wobei die Reeder dort die Hauptlast tragen. Auf der anderen Seite sind aber auch die Regionen betroffen. Zum Beispiel die Seychellen verzeichnen teilweise Einbußen im Tourismussektor. Selbes gilt für Jemen, vor allem im Fischereisektor. Und bei Kenia haben wir gesehen, mit Entführungen aus Luxusressorts in Lamu, auch dort ist Kenia betroffen. Das heißt, ein Problem, was wir eigentlich nur in Somalia haben, spillt over in die gesamte Region. Also Piraterie trifft stark die Regionen, in der Sie unterwegs sind. Ja, schönen Dank, Herr Petrovic, dass Sie heute Abend da waren zu den Netzwerken der internationalen Piraterie. Danke. Und Sie, verehrte Zuschauer, wenn Sie noch Fragen haben, dann haben Sie gleich nach unserer Sendung die Gelegenheit, diese auch zu stellen. Gehen Sie dazu bitte auf unsere Homepage unter dreisat.de/makro. Die deutsche Wirtschaft ist von der Piraterie ganz besonders stark betroffen. Nicht nur deshalb, weil Deutschland als Exportnation die meisten Waren über den Seeweg verkauft. Deutsche Reedereien stellen die größte Containerflotte weltweit und beklagen damit auch die meisten Angriffe. Um sich vor Piraten zu schützen, hat sich ein regelrechter Dienstleistungssektor herausgebildet. Makro hat in Hamburg einen Reeder aufgesucht und gefragt, wie er auf diese Gefahr reagiert. Der Reeder geht an Bord. Ernst-Peter Komrowski leitet in dritter Generation seine familieneigene Reederei in Hamburg. Versteckt im Rumpf der Tongan hat Komrowski eine sogenannte Zitadelle, einen geheimen Sicherheitsraum, einbauen lassen. Wir dürfen ihn zwar drehen, aber nicht zeigen, wo er sich genau im Schiff befindet. Denn hier hinein soll sich im Falle eines Piratenangriffs die Besatzung retten. Von hier kann sie die Schiffsmaschine steuern, Notrufe absetzen und das Licht an Bord ausschalten. Der Sicherheitsraum, Stacheldraht an der Reling, Piraterie verursacht Kosten. Eine Zitadelle kostet vielleicht 50.000 Dollar, sie einzurichten. Dann haben Sie noch den Stacheldraht für 20.000. Da können Sie vielleicht ein paar Mal mitfahren, also bevor er dann durchrostet. Und dann haben Sie noch die Versicherungsprämie, die Sie dann meist ja doch über einen längeren Zeitraum bezahlen. Also alles in allem, bei einem mittelgroßen Containerschiff, würde ich sagen, kostet das dann vielleicht diese extra Dinge 150.000 Dollar pro Jahr. Hier in Bremen wird mit der Piraterie Geld verdient.
Das Versicherungsunternehmen Lampe und Schwarze sichert Reedereien aus aller Welt gegen das Risiko von Piratenangriffen ab. Seit mehr als 150 Jahren ist das Unternehmen weltweit tätig. Policen für Piratenüberfälle und Lösegelder gehören seit langem dazu und laufen gut. Die Bremer Firma gehört zu den 10 größten deutschen Versicherungsvermittlern. Mehr Einnahmen hier bedeuten mehr Kosten für die Reeder. Klar ist, dass die Reeder in den letzten Jahren natürlich einen erheblichen Preisanstieg zu beklagen hatten für Piraterie, Versicherungen, insbesondere eben auch die Kriegsversicherung, die das Risiko der Piraterie unter anderem auch mit eindeckt. Um die Kosten für die Schiffsversicherungen zu reduzieren und ihre Schiffe zu schützen, nehmen immer mehr Reedereien ihre Dienste in Anspruch. Für bis zu 20.000 Dollar Sold am Tag. Mit Erfolg. Bislang wurde kein Schiff entführt, das bewaffnete Sicherheitskräfte an Bord hatte. Allerdings gibt es juristische Probleme. Deutschland hat den Einsatz bewaffneter Söldner auf Schiffen unter deutscher Flagge bislang verboten. Zu unsicher, zu gefährlich und damit zu heikel, so heißt es. Die Reeder zieht es auch deshalb ins Ausland. Ein wichtiger Grund, warum deutsche Reeder eine andere Flagge als die deutsche Flagge fahren, ist, dass sie unter anderen Flaggen einfacher private Sicherheitskräfte an Bord einsetzen können. Und das wird eben gerade in diesem Sicherheitsrisikobereich am Horn von Afrika auch gemacht. Die deutschen Reeder, wie der Hamburger Ernst-Peter Komrowski, sorgen sich vor allem um ihre Schiffe und ihre Besatzung. Er und seine Mitarbeiter haben bereits hautnah Erfahrung mit Piraten gemacht, können sich noch gut erinnern. Vor 3 Jahren wurde das Schwesterschiff der Tongan, die Taipan, vor der Küste Somalias von Piraten gekapert. Niederländische Spezialeinheiten befreiten das Schiff und nahmen die Seeräuber fest. In einem monatelangen Mammutprozess, der den deutschen Steuerzahler Millionen gekostet hat, wurden die Somalis schließlich zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Zum Schutz vor Piraten sollen die deutschen Reeder in Zukunft auf ihren Schiffen auch unter deutscher Flagge private Sicherheitsfirmen einsetzen dürfen. Die Genehmigungen dafür lassen allerdings auf sich warten. Seither fahren wir also nur mit Guards an Bord, die wir leider in Deutschland nicht bekommen können. Es sind jetzt fast 3 Jahre her, dass uns das passiert ist auf dem Schwesterschiff. Und wir warten immer noch darauf, dass das Bundesamt für Schifffahrt und Hydrographie diese Genehmigung erteilt. Bis es soweit ist, macht es Reeder Komrowski wie die meisten seiner Berufskollegen. Er lässt sein Schiff unter ausländischer Flagge fahren und setzt private, bewaffnete Sicherheitskräfte ein. Mit Erfolg. Schon mehrfach haben sie Piraten in die Flucht geschlagen. Der Einsatz bewaffneter Sicherheitskräfte ist zwar erfolgreich, wie wir gerade gesehen haben, aber nicht so ganz unumstritten. Viele befürchten, dass sich Piraten sehr schnell an die Situation anpassen und deutlich gewalttätiger vorgehen als bisher. Blicken wir nun nach Asien, wo die boomende Wirtschaft genauso auf freien Warenverkehr angewiesen ist wie in Europa. Zentrale Bedeutung hat die Straße von Malakka. Sie ist eine der am stärksten befahrenen Wasserstraßen der Welt. Die Anrainerstaaten haben deshalb eine gemeinsame Strategie entwickelt, wie sie die Piraterie in dieser Region bekämpfen können. Sie kamen in der Dämmerung oder nachts. Die Piraten in der Straße von Malakka, an den Küsten von Malaysia oder Indonesien. Noch vor wenigen Jahren war hier der Brennpunkt der weltweiten Piraterie. Und auch damals war die weltweite Handelsschifffahrt in Angst. Dann wurde RECAP gegründet, eine gemeinsame Initiative der betroffenen Länder. Ihre Aufgabe, die Piraten zurückzuschlagen. Mit an der Spitze Niklas Theo. Man sollte die Straße von Malakka und Singapur als durchgehende Strecke sehen. Sie verbindet den Indischen Ozean mit dem Pazifik durch das Südchinesische Meer. Alle Schiffe, die dorthin wollen, müssen durch diese Passage. Das macht sie zu einem strategischen Ort für die Schifffahrt. Circa 30% der weltweiten Öltransporte fahren hier durch. 1000 Schiffsbewegungen täglich. Piratenangriffe haben da weitreichende Folgen. Und eine lange Tradition.
Schon 1407 führte der chinesische Admiral Cheng He seine Flotte gegen die Piraten vor Malakka. Damals störten sie den Seehandel mit Indien. Bis heute ist die Meerenge für China von großer strategischer Bedeutung. Alles, was den Fluss hier behindert, beeinträchtigt den Nachschub an Öl. Kein Wunder, dass auch China Mitglied bei RECAP ist. Ein Land alleine, und sei es auch das mächtige China, kann hier heute nichts mehr ausrichten. Die Verbrecher können sich sehr schnell von einem Staat zum anderen bewegen. Dann muss Zusammenarbeit erfolgen. Wenn die Zuständigkeit des einen endet, muss der andere übernehmen. RECAP ist vor allem Koordinationsstelle und Informationsbörse. 17 Länder sind Mitglied. Dass sie sich endlich zusammengetan haben, ist der Schlüssel zum Erfolg. Wir wollen, dass die Länder das Problem im Sinne ihres nationalen Interesses angehen. Sie entscheiden, wer sich beteiligt. Wir haben Länder, die die Marine einbeziehen, andere die Küstenwache. Einige haben die Hafenverantwortlichen dabei, andere wiederum die Wasserschutzpolizei. Niklas Theo, selbst Oberstleutnant außer Dienst, genießt, wie die anderen RECAP-Mitarbeiter aus den Mitgliederländern, Diplomatenstatus. Die Piratenangriffe in der Straße von Malakka sind in den letzten Jahren drastisch gesunken. Lloyds stuft die Gewässer nicht mehr vollständig als Gefahrengebiet ein. Könnte man das RECAP-Modell auch auf die afrikanischen Piratengebiete übertragen? Was die meisten afrikanischen Staaten heute brauchen, ist eine Basisinfrastruktur. Besonders die Marine, die Küstenwache oder die Wasserschutzpolizei müssen eingewiesen werden, damit sie über genügend Mittel verfügen, um reagieren zu können, sich der Angelegenheit stellen zu können. Die Warenströme in der Straße von Malakka bringen Geld. Gegen die wirtschaftlichen Interessen einer ganzen Region haben Piraten am Ende keine Chance. Piraterie ist ein Business, das haben wir heute bei Makro gesehen. Hinter den Männern, die Schiffe kapern, steht ein weit verzweigtes Netz von Drahtziehern. Und auch die Bekämpfung von Piraterie ist heute ein Business, von dem Sicherheitsfirmen zum Beispiel oder Versicherer profitieren. Sie können jetzt noch unserem Studiogast Fragen stellen, liebe Zuschauer. Sie erreichen David Petrowitsch unter dreisat.de/makro. Unsere Sendung heute hat auch die Frage aufgeworfen, wie viel Waffen an Bord deutscher Schiffe eigentlich erlaubt sind. Deutschland ist heute zwar der drittgrößte Waffenexporteur der Welt, dennoch ist das Thema immer noch ein heißes Eisen, das wir bei Makro in die Hand nehmen wollen, liebe Zuschauer, und zwar nächsten Freitag. Bis dahin bleiben Sie uns gewogen. Tschüss und auf Wiedersehen.